So, Abend in die Runde. Willkommen zu unserem nächsten Insta-Live. Und heute mit einer wirklich ganz, ganz besonderen Fußballerin. Ich freue mich extrem auf Julia Gwin, die Fußballerin des Jahres 2019. Und sie ist auch schon dabei. Und dann sollte das gleich klappen. Wir warten auf Julia. Und die Verbindung wird hergestellt und da ist sie auch schon. Hi. Hi. Hallo. Vielen Dank, dass es geklappt hat, Julia. Ja, An gerne. einem Feiertag, an Christi Himmelfahrt. Deine ganz persönliche Himmelfahrt, die WM letztes Jahr, da reden wir natürlich auch noch drüber. Aber meine erste Frage an dich. Ich habe heute gelesen, perfektes Timing, eine große Tageszeitung, kann man ruhig sagen, die Welt, müssen wir nicht drum herum machen, hat heute getextet in ihrer Überschrift die erste Influencerin des deutschen Frauenfußballs. Wenn ich an Influencer denke, dann denke ich an Detox-Tees, an irgendwelche ganz verrückten Produkte für Zahnbleachings und all das findet man auf deiner Seite aber nicht. Genau. Warum und was war trotzdem die verrückteste Anfrage, die du jemals bekommen hast, um Werbung dafür zu machen? Ja, gut, also ich sehe mich erstmal nicht als klassische Influencerin, wie das jetzt beschrieben wurde. Ich glaube, in erster Linie natürlich immer noch Fußballerin und das ist natürlich auch das, wo ich meinen Fokus drauf lege. Aber natürlich ist es eine schöne Nebensache, wo man sich halt auch, ja, seine Karriere so ein bisschen den Fans zeigen kann, was man den ganzen Tag macht. Von daher mache ich das immer gerne und freue mich natürlich, wenn es den Leuten auch gefällt. Ich muss sagen, so eine richtig bescheuerte Anfrage gab es eigentlich noch gar nicht. Was mir aber gerade einfällt, ist eine Anfrage von einem Baumarkt. War jetzt nicht bescheuert, aber irgendwie halt total unpassend, weil ich überhaupt nicht gut aussehe. Autogramme schreiben bei der Baumarkteröffnung, oder? Nee, leider nicht. Sondern da wirklich ja, für Produkte und da sehe ich mich halt leider gar nicht, weil ich echt ziemlich unbegabt bin und da eigentlich immer meinem Papa helfen muss. Deswegen wäre das, glaube ich, nicht so authentisch gewesen, wenn ich da mitgemacht hätte. Trotzdem, Julia, 230.000 Follower. Ich habe gelesen, dass ich glaube, nur Angelique Kerber, die Tennisspielerin in Deutschland als deutsche Sportlerin, mehr hat. Das zeigt mal, welche Dimensionen das Ganze schon rund um deine Person auch angenommen hat. Und du bist gerade mal 20. Also, ich meine, wenn ich mir überlege, egal was ich mache, das können potenziell 230.000 Menschen sehen, verfolgen. Das sind mehr als manche Zeitungen. Das würde mir auch ein bisschen vielleicht Respekt einjagen. Ja, also ich glaube, jeder muss sich bewusst sein, egal was für eine Followerzahl er hat, dass es halt einfach keine Spielwiese ist, sondern dass man sich schon Gedanken darüber machen sollte, was man eben postet, was nicht. Aber wie gesagt, ich versuche da halt immer authentisch zu bleiben, auch die Dinge zu posten, die ich auch gerne mache, einfach den Leuten viel natürlich auch von meinem Sport mitgeben. Und von daher macht es mir neben dem Fußball sehr viel Spaß und deswegen mache ich das sehr gerne. Irgendein Foto schon mal wieder gelöscht, wo du gedacht hast, ach du Scheiße, ey, direkt wieder. Nee, aber ich muss sagen, so ein paar alte Bilder, die dann schon ziemlich peinlich waren, irgendwie, was man früher da auch gepostet hat und die Hashtags und so, das geht ja gar nicht. Deswegen wurde da vielleicht schon mal was rausgenommen. Okay, rollen wir mal das ganze Feld von hinten auf. Ich habe es gerade schon angesprochen, man kennt dich als Fußballerin des FC Bayern München, als beste Jung-Nationalspielerin oder generell Spielerin des WM-Turniers. Viele Leute, glaube ich, bewundern vor allem natürlich auch, dass du eine Generation verkörperst, eine Generation junger, moderner Frauen und all das mit 20. Und die allererste Frage, die ich auch von der Userin deshalb mal stellen würde, das ist von der Lea Fren, die hat uns vorab schon gefragt, wird dieser Hype dir auch manchmal ein bisschen zu viel? Sagst du, ey Leute, ich will eigentlich nur Fußball spielen und lasst mich in Ruhe? Oder sagst du, ich genieße es auch? Nee, ich glaube, man genießt das total. Also gerade im Frauenfußball ist es ja leider nicht so geläufig. Da haben die, glaube ich, die Männer noch andere Probleme, die dann auch gar nicht mehr rausgehen können, gar nicht mehr unerkannt in die Stadt können. Von daher ist das was, was natürlich sehr schön ist. Und ich muss schon sagen, dass das natürlich im letzten Jahr durch die WM gekommen ist, aber eigentlich durchaus positiv war. Also man bekommt ja auch immer positives Feedback und das ist ja für einen selbst auch schön, da einfach so ein eine Wertschätzung auch von den Leuten zu bekommen, von den Fans. Und deswegen, ja, wenn dann mal nach Autogrammen oder Bildern gefragt wird, macht man das natürlich sehr gerne. Du kannst also noch dich durch München bewegen. Jetzt sowieso geht es ja wieder, ohne dass es völlig, völlig eskaliert und nervt, oder?
Ja, also man wird vielleicht ab und zu mal erkannt, aber wie gesagt, das hält sich wirklich in Grenzen und da kann ich auch noch in Ruhe einen Kaffee trinken gehen, ohne irgendwie angesprochen zu werden. Das Ich ist auch hätte gut. dich natürlich als Sportreporter, gut, gehört es zum guten Ton, dass man weiß, wer so alles gut am Ball ist, bei den Frauen auch. Und ich hätte dich aber tatsächlich vor allem erkannt aufgrund deines Markenzeichens, deiner Frisur. Und die Fragen rauschen hier auch schon wieder alle rein, wie du das machst. Und ich möchte die Leute einfach nicht enttäuschen. Ich persönlich, das wird wahrscheinlich bei mir nichts mehr, aber ich frage es einfach trotzdem. Wie geht diese berühmte Julia Quinn-Frisur? Ich muss sagen, ich habe die ja noch gar nicht so lange. Also ich hatte früher ja immer so einen Dutt. Und es hat sich eigentlich, glaube ich, vor der WM so entwickelt, dass ich dann gesagt habe, oh, dieser Dutt, dieses Strenge, das ist mir irgendwie, will ich nicht mehr. Und dann habe ich eben angefangen, versuchen, mir einen Zopf zu flechten. Und das hat dann anfangs ja nicht so gut geklappt. Aber ja, irgendwann kommt natürlich dann ein bisschen Routine rein, wenn man es so oft macht, zu jedem Training, zu jedem Spiel. Von daher mache ich mir da einfach einen ganz normalen Pferdeschwanz und flechte dann meine Haare. Okay, das klingt so, als könnte selbst ich das mit einer Perücke noch gebacken kriegen. Genau. Aber naja, wer will das schon sehen? Ich habe mal gelesen, wenn mich nicht alles täuscht, heißt du Julia Ronja gewinnt. Boah. Okay, ich höre schon raus. Stimmt nicht. Okay, ich habe vielleicht gedacht, Ronja ist dann vielleicht so besonders, dass der Papa und die Mama sich gesagt haben, das hat eine besondere Geschichte vielleicht, der Name. Täusche ich mich? Ja, doch. Also eigentlich mag ich den Namen nicht so gerne. Deswegen gut, dass er jetzt hier drin ist. Aber nee, es war so, dass meine Mama eben den Namen Julia sehr schön fand und sich da auch durchgesetzt hat, aber mein Papa eben den Namen Ronja sehr schön fand. Aber ich bin ganz froh, dass die Mama sich da durchgesetzt hat und der Name Ronja leider noch nicht so ganz im Rennen war, aber jetzt ja doch in die Runde geworfen wurde. Okay, ja. Wobei der Papa, die Mama hat sich durchgesetzt beim Vornamen, aber der Papa letztendlich, dass du dann Fußball spielst. Oder vielleicht kannst du die Geschichte uns auch nochmal erzählen. Ich habe in einem Video deinen Dad gesehen, wie er gesagt hat, dass du eigentlich alles, was du sportlich angefangen hast, auf einem Top-Niveau gemacht hast. Kunstrad warst du, glaube ich, irgendwo sogar eine Auswahl. Also das war auch schon mehr als nur ein Hobby. Karate oder Taekwondo, da gab es unterschiedliche Dinge, die man gelesen hat. Fakt ist aber, du sollst sogar Gürtel haben. Also das heißt, du könntest dich auch verteidigen, wenn es hart auf hart kommt, oder? Ja, auf jeden Fall. Nee, also ich muss sagen, es hat angefangen, Obacht, Männer! ja, aufpassen. Nee, es hat angefangen, ich wollte eigentlich schon immer Fußball spielen, aber wie gesagt, meine Mama war anfangs so ein bisschen dagegen. Ich habe zwei ältere Brüder, die haben Fußball gespielt und ja, da wollte sie eben halt für das Mädchen eher was Feminineres, und hat mich dann eigentlich so in alle Sportarten, die es bei uns im Dorf so gab, halt reingesteckt, eben gerade ins Kunstradfahren. Wo ich aber wirklich dann relativ gut war, aber es mir halt einfach nicht so viel Freude gemacht hat. Dann war ich mit meinem Bruder im Taekwondo, da waren wir eigentlich auch sehr gut. Aber ja, das war eigentlich auch kein femininer Sport, würde ich jetzt sagen. Ja, dann war ich im Handball, im Turnen kurz und das war halt alles einfach, ja, schön Sport zu machen, aber nichts wirklich für mich, also keine Leidenschaft, die ich da entdeckt habe und war aber parallel immer mit meinen Brüdern halt auf dem Bolzplatz. Und ja, da hat sich das schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass da vielleicht ein gewisses Talent da ist. Und dann bin ich eben zum ersten Training tatsächlich heimlich gegangen, ohne meinen Eltern Bescheid zu sagen. Und ja, bin dann halt nach Hause gekommen mit glänzenden Augen. Von daher hat meine Mama dann auch gemerkt, dass das ist, was ich unbedingt möchte. Und auch mit blauen Flecken, oder? Ich meine, die bleiben nicht aus beim Fußball. Ja, auf jeden Fall. Aber das war mir eigentlich egal. Also es war schon immer so, dass ich da sehr ehrgeizig war und auch, ja, es mir egal war, dass ich dafür was opfern musste, dass ich da vielleicht auch mal mehr einstecken musste, gerade gegen die Jungs. Aber ich glaube, das hat mir jetzt auf meinem Weg auch viel gebracht. Ich habe von einem guten Freund, dem ich erzählt habe, dass ich heute mit einer deutschen Nationalspielerin dieses Interview mache, gesagt, okay, er interessiert sich weder für Fußball noch für Frauenfußball, also ist einfach gar nicht sein Metier. Und ich fand, er hat mir eine echt coole Frage gestellt, über die man so häufig gar nicht nachdenkt, weil es wird immer gefragt, ja, Männerfußball und was da eigentlich im Vergleich zum Frauen besser oder anders, ja, es wird ja mehr gehypt und so weiter. Mal umgedreht, was sind eigentlich die Vorzüge von Frauenfußball? Ja, also ich glaube, dass bei den Männern schon alles ein bisschen theatralischer zugeht.
dass da ja leider auch viel liegen geblieben wird, viel auf den Boden gerollt wird, bis dann, ja, es gibt viele Spielunterbrechungen einfach. Ich glaube, das geht bei uns noch ein bisschen fairer und ehrlicher zu. Aber klar, ich glaube allgemein, der Vergleich Männer-Frauen-Fußball ist es der falsche Ansatz. Also ich glaube, man sollte das einfach ja separat sehen und dann nicht anfangen zu vergleichen, sondern die Menschen, die es interessiert, können es schauen und die, die es eben nicht interessiert, die können es ja auch gerne einfach wegschalten. Sehr, sehr weise und sehr richtige Antwort. Nichtsdestotrotz und unbestritten hat ja auch Frauenfußball einen regelrechten Hype ausgelöst, sowieso bei den großen Turnieren. Müssen nicht drum rumreden, dass bei Heimspielen oder wenn Bundesliga ist, ist man von den Fan-Zuschauerzahlen, wir uns auch vielleicht mal in einem 600er-Schnitt vielleicht bewegen. Aber es ist unbestritten, wenn eine WM ist, EM sowieso, dass es da nochmal abgeht. Wenn du in diesem Fokus stehst, so wie im letzten Jahr, pusht dich das oder ist das Druck für dich? Nee, das ist auf jeden Fall was, was einem Schwung gibt. Also ich glaube, gerade durch die WM, das hat mir extrem Selbstvertrauen gegeben, dass man da einfach auch merkt, dass es den Leuten gefällt, was man macht, dass man da eben so einen Zuspruch bekommt. Und das ist, glaube ich, auch was, was einen beflügeln kann, dass die ja, Leistung dann weiter so geht, weiter nach oben steigt. Und das ist ja natürlich auch das Ziel. Gerade schrieb jemand, Frauenfußball ist schöner, Männerfußball ist härter. Das ist sicherlich eine ganz schöne Beschreibung. Marco Richter, auch ein Fußballer, der schreibt, Achtung, deine Frühstück-Bowl sieht immer klasse aus. Jetzt musst du natürlich Rede und Antwort stehen, warum Marco Richter deine Frühstück-Bowl kennt oder ob du sie einfach gepostet hast. Ja, ich habe sie gepostet. Okay. Aber nee, wir kennen uns auch. Von daher ist er ja auch immer ziemlich mit Frühstücksbowls am Machen. Und deswegen hat er auf jeden Fall eine Kooperation. Okay. Ja, genau. Aber ja, ich gebe mir da morgens schon immer Mühe. Von daher Hilft denn der Thermomix, um so geile Bowls zu machen? zum Frühstück eigentlich nicht so, eher dann zum Mittag- oder Abendessen. Aber der hat dir jetzt in der Quarantänezeit gut geholfen, gute Dienste erwiesen, oder? Auf jeden Fall, ja. Also wir haben ja eigentlich so ein Mittagessen immer am Campus, also bei uns am Trainingszentrum, aber das fällt ja leider auch wegen der Corona-Zeit aus. Von daher mussten wir uns da jetzt so ein bisschen selbst verpflegen und da habe ich mir eben den Thermomix angeschafft und ja, bin total happy und koche echt viel damit und bin mega glücklich. Glaube ich, so das most gehypteste Küchengerät seit keine Ahnung wie vielen Jahren. War ganz naiv gefragt von einem, der jetzt auch nicht der begnadetste Koch ist, ich oute mich, ja. Hilft, macht der einfach alles einfacher oder warum fahren alle auf dieses Gerät ab? Ja, also man muss eigentlich nichts können, das ist das Gute. Okay, dann ist das doch genau mein Gerät. Ja, kann ich nur empfehlen. Also der sagt am Ende wirklich jeden Schritt an, von daher ist es echt entspannt und man kann eigentlich nichts falsch machen. Wenn man die Zutaten zu Hause hat, läuft das von selbst. Gehst du denn extern essen? Also ich meine, klar, jetzt sowieso, es ist zwar jetzt wieder halbwegs erlaubt draußen mit Abstand, aber vor Corona warst du da viel, viel draußen unterwegs, hast München erkundet, hast den einen oder anderen Lieblingsladen für dich entdeckt oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man von einer mittelgroßen, kleineren Stadt dann nach München kommt? Ja, also auf jeden Fall habe ich schon ein bisschen was erkundet. Gerade in der Saison ist natürlich immer schwierig, weil man viel Training hat. Wir dann auch eben Mittagessen am Campus bekommen. Aber wenn dann mal frei war oder so, bin ich natürlich sehr gerne in der Stadt, schaue mir ein paar Sachen an und war da auch im ein oder anderen Restaurant schon. Und das mag ich immer mega gern, da Neues zu entdecken und kann. Okay. Zumal ihr jetzt auch so eine Kombo habt, ja. Ein guter gemeinsamer Freund hat mir verraten, Stichwort Bayern-Ghetto, was hat es damit auf sich? Ja, genau, also das ist unser, ja, so mannschaftsinternes Ghetto. Also da sind einfach mega viele Spielerinnen, die halt auf einem Fleck wohnen. Also das ist wie so eine Art, ja, WG. Also man wohnt nicht in der Wohnung zusammen, aber halt eigentlich, ja, sind wir alle Nachbarn und das ist ganz cool, wenn man sich halt doch zurückziehen kann, wenn man eben Zeit für sich will, aber halt auch immer Leute um sich hat und sich da treffen kann. Okay, also klingt auch, dass die Teamchemie dementsprechend gut ist und ihr auch viel dann gemeinsam unternehmt und macht und Thermomix-Abende macht oder FIFA-Playstation-Abende, whatever. Ja, also im Moment natürlich schwierig leider, aber ja, im Normalen, wenn Normalität wieder einkehrt, dann natürlich immer sehr gerne. Es ist auch tatsächlich so, dass wir nach dem Training eigentlich trotzdem immer mit den Leuten aus der Mannschaft was zusammen machen. Also da gibt es irgendwie auch nie so einen Lagerkoller oder dass man mal einfach keinen Bock hat auf die anderen. Ich glaube, das
gab es bei uns bisher noch nicht. Und das ist ja auch was Schönes, dass man da einfach die Zeit miteinander auch genießt. Und ich glaube, wir haben da auch alle ungefähr dieselben Interessen. Von daher ist das ganz cool dann. Klingt echt cool, wirklich. Also das kauft man dir auch ab. Also wenn so die ganzen Männer mir immer sagen, dass die auch alle zusammen so dick befreundet sind, so die Wahrheit ist da meist ein bisschen anders. Ich kann da generell jetzt natürlich nicht für alle Mannschaften sprechen. Es gab ja letztes Jahr mal diesen berühmt-berüchtigten Grillabend bei Jerome Boateng, wo schon ein paar waren. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sich vorstellen muss, dass da 22 Fußballer vom FC Bayern privat ständig zusammen Ja. abhängen. Das scheint bei den Frauen vielleicht dann tatsächlich nochmal ein bisschen anders zu sein. Vielleicht auch, weil dieses Ego-Gehabe nicht ganz so krass ist bei euch, oder? Ich meine, hast du mehr das Gefühl, jeder gönnt dem anderen auch was? Also wenn man sich mit deinen Kolleginnen unterhält, die sagen alle, Julia, super, das ist auch unser Stern am Himmel, ja, die gönnen dir regelrecht den Erfolg. Das Gefühl habe ich bei Männern manchmal nicht so unbedingt. Ja, das ist tatsächlich so, also dass man bei uns im Team, also gerade bei Bayern, aber auch in der Nationalmannschaft halt wirklich wenig so Ego-Getue hat, sondern eigentlich jeder sein Ego so ein bisschen hinten anstellt und das Team dann über allem steht. Und das ist halt schön, weil man dann einfach auch merkt, dass zusammen ist man einfach stärker, es funktioniert mehr und man kann sich gegenseitig helfen. Und das ist natürlich, hört sich jetzt nach einer Floskel an, aber es ist einfach Nö. schön. Wenn es wirklich so ist, dann Ja, glaube ist ich, dass das tatsächlich viele Vorteile hat. Und du wolltest ja sogar regelrecht ins Bayern-Ghetto. Du bist ja während Corona umgezogen. Wieso Ja. zieht man während Corona um? Es kann einem keiner helfen. Nee, es war so. Also ich habe schon länger geplant, eben innerhalb von München umzuziehen. Ich bin ja im Sommer erst hergezogen, aber wollte eben näher zu den anderen. Und dann war es eigentlich geplant, dass es erst im Sommer so abläuft. Aber dann ist eben eine Wohnung frei geworden, dann kurz nach der Nationalmannschaft, also im März. Und dann hatte ich das auch schon so geplant mit dem Umzug, aber es wäre natürlich schwierig geworden mit den mit einem normalen Saisonplan, mit den Spielen. Und deswegen hat sich das gerade angeboten, weil man einfach doch viel Zeit hatte, dann auch die Kartons in Ruhe auszupacken oder halt, ja, seine Wohnung einfach so einzurichten, wie man es möchte. Von daher war ich ganz froh und es kam mir eigentlich ganz gelegen dann. Okay, bist du so eine kleine Deko-Queen? Also ich meine, Ja. okay. Total. Also, ja, also mega gern einfach. Ich bin auch so, ich habe eigentlich schon alles dekoriert, aber wenn ich dann in den Laden laufe, ist ganz schlimm. Also da kann ich mich auch nicht zurückhalten. Ist die Wohnung denn schon jetzt komplett zugestellt oder gibt es immer noch so die ein oder andere Ich finde das noch, Ecke? ich finde noch Okay. Lücken. Ja, bei mir war es, ich bin vor 1,5 Jahren umgezogen. Es gibt immer noch Ecken, die frei sind, weil ich einfach nicht genau das Passende dafür finde. Ist ganz schlimm. Also viele Leute nennen mich auch Tine Wittler. Also ich kann es mich gerne mal einladen, dann kann ich mir mal das genau anschauen, ob du auch wirklich ein Händchen dafür hast. Werden wir mal sportlich. Es geht morgen, glaube ich, ins Quarantänehotel und dann eine Woche Abschottung und dann am 29. beginnt die Frauenbundesliga und am 30. ist euer erstes Spiel gegen Hoffenheim. Genau, Ist das also so korrekt? Ja. ja, wir gehen erst am Sonntag ins Hotel. Also Oh. wir haben jetzt morgen und übermorgen noch Training eben und dann am Sonntag geht's los. Und ja, da sind wir eine Woche dann im Quarantänehotel. Da bin ich auch mal gespannt, wie das wird, weil es ja schon eine Umstellung ist irgendwie dann auch. Ist ja nicht so, wie man normal auf Auswärtsspiele oder so fährt, dass man dann ja in Doppelzimmern ist oder sich einfach ja zusammen auch ein bisschen die Zeit totschlagen kann. Das ist halt einfach alles ein bisschen anders, aber wir werden es so annehmen und sind jetzt einfach froh, dass es dann auch jetzt einen Stichtag gibt und wir da auch wirklich darauf hinarbeiten können. Aber wie bereitet man sich darauf vor? Jetzt mal ernsthaft, auch vom Kopf und vielleicht zum Thema Lagerkoller, Langeweile. Marco Richter, da zitieren wir ihn schon wieder, falls er uns noch zuhört, der hat gesagt, als er ins Quarantänehotel gegangen ist, hat er eine Playstation mitgenommen. Stadt, Land, Fluss haben die Jungs dann gezockt. Ich weiß nicht, bei dir die Playstation im Koffer oder wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube eher die Nintendo Switch. Mario Kart? ja, genau. Und Welche, ansonsten. warte, welche Figur? Welche Figur? Todd. Du bist so eine Todd-Fahrerin. Nein, Baby Daisy. Okay, natürlich. Natürlich. Okay. nee, und ich muss tatsächlich auch viel Lernsachen mitnehmen, weil ich auch im Quarantänehotel eine Online-Prüfung schreibe noch. Was ist das nächste Fach? Ich glaube, jetzt war irgendwas mit Zeitmanagement, konntest du eine Prüfung abgeben? Genau, jetzt kommt Sportpsychologie, was ich auch echt interessant finde. Also ist auf jeden Fall cool, aber auch extrem viel Stoff zu lernen. Deswegen muss ich mich da leider ein bisschen ransetzen. Aber ist auch, glaube ich, ganz gut, wenn man eh so viel Zeit hat und die irgendwie totschlagen muss.
Sportmanagement, so heißt, glaube ich, der Studiengang. Ich studiere ja gerade parallel zu meinem Job Fußballmanagement. Also ist dann vom Prinzip her relativ ähnlich am IFE-Institut in Ismaning. Und durch die Bologna-Reform ist es ja eh alles irgendwie relativ ähnlich. Das heißt, du wirst auch, hast auch Wirtschaftsmathe und Finanzmathe als Fächer, oder? Bisher noch nicht, aber ich okay. Kommt bestimmt noch. Kann gut sein. Also ich habe das geschoben ohne Ende. Ich bin jetzt im 6. oder 7. Semester, jetzt langsam geht es auf Bachelorarbeit zu und ich habe das echt rausgezögert und es kann mir noch das Genick brechen. Da bin ich echt, da habe ich echt Schiss. Ne? Stell dir mal vor, 7 Semester studiert, eine blöde Prüfung. Ja, bei mir hört es bei Satz des Pythagoras, bin ich raus. Ne? Ich habe keine Ahnung mehr. So schlimm. Ja, ich bin da Mathe-Legastheniker. Was sind deine Fächer, die du, oder es sind ja dann eher Module, die dir Spaß machen? Ja, ich muss sagen, gerade so Richtung Management, einfach Grundlagen hatte ich jetzt weiterführendes Management. Das ist einfach ganz cool, weil es ja auch als Fußballerin Sachen sind, die einen interessieren und auch einfach Spaß machen. Gerade Psychologie hat mich auch total interessiert jetzt. Da freue ich mich auch wirklich, weil es einfach auch für einen selber halt, man hat viel damit zu tun, man kann auch viel daraus noch lernen. Aber was ich jetzt gerade am Schieben bin, ist Computertraining. Also das ist so ein Fach, da muss man halt ja eigentlich voll der Hacker sein und das bin ich ja gar nicht. Von daher werde ich das wahrscheinlich noch ein bisschen schieben. Bei 230.000 Followern behaupte ich, ist ein Hacker dabei, der dir helfen kann. Wow. Das sind dann wieder die Vorteile. Mit dem will ich aber natürlich nichts zu tun haben. Ja, du brauchst aber nur einmal sagen, ey, hallo, I need help und du hast wahrscheinlich die Randy die Bude ein und helfen dir da. Okay, also du nimmst Sachen zum Lernen mit. Ja. Ich finde es wirklich krass, dass du 20 bist und also mit 20 bin ich noch verwirrt mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen und du studierst, du spielst Fußball. Du hast einen ziemlich krassen Hype gerade um deine Person, absolut gerechtfertigt und managst das irgendwie alles. Wie? Also schläfst du nur 4 Stunden oder wie machst du das? Nee, ich glaube, allgemein ist es ja immer so, wenn einem was Spaß macht, dann macht man es gern und dann macht man es auch, fällt es einem einfach leichter. Also das ist mit dem Fußball sowieso schon immer so und allgemein muss ich halt sagen, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, das war ich schon immer und wenn ich was anfange, dann möchte ich das eben auch, ja, zeitnah zu Ende bringen, aber ich muss schon auch sagen, also das Studium ist schon manchmal echt anstrengend neben dem Fußball, also da habe ich auch schon viel geschoben oder halt gerade in der normalen Saison ist es natürlich schwierig, das immer unterzubekommen, aber da ist es ja ganz gut, dass ich ein Fernstudium mache und mich da auch ja ein bisschen selber organisieren kann. Von daher ist das auch mal mehr und mal weniger. Also das läuft auch nicht alles glatt. Die entscheidende Frage ist ja letztlich nur, woher kommt dann dieser Ehrgeiz? Ja? Also irgendjemand hat auch, glaube ich, gerade geschrieben, die Mama schaut uns sogar zu, wenn sie Gabi heißt. Das habe ich jetzt nicht recherchiert vorher. Es ist Gabi. Ich meine, Eltern werden jetzt nicht die Kinder so drillen im Sinne von, hey, und du bist jetzt Fußballprofi und mach und tu. Das heißt, es hat sich so ein bisschen selber entwickelt oder kommt es vielleicht, weil du 2 Brüder hast, dass man das Gefühl hat, man eifert denen vielleicht auch nach? Oder ich finde, Ehrgeiz ist ja per se was super Gutes, aber mal einfach zu sagen, hey, ist ja jetzt bis hierhin schon mal ganz gut gelaufen, ich chill mal ein Jahr, wie das andere dann auch mit 18, 19 nach ihrem Abi machen, das kommt bei dir offenbar gar nicht in Frage. Ja, also von meinem Elternhaus zu Hause war es nie so, dass ich extrem Druck bekommen habe oder so. Ich habe immer die volle Unterstützung bekommen, wurde überall hingefahren, habe einfach ja immer eine Schulter gehabt zum Anlehnen, das muss ich wirklich sagen. Und da war es schon von Anfang an so, dass ich einfach das machen sollte, was mir Spaß macht. Und deswegen habe ich da auch von Anfang an gesagt, gerade mit Kunstrad, mit dem ganzen Zeug, das hat mir keinen Spaß gemacht. Und dann wurde ich auch nicht gezwungen, das weiterzumachen. Also es war schon immer so, dass sie einfach wollten, dass das Kind glücklich ist. Und ja, ich glaube, mir das zu Herzen genommen habe und ja, Fußball einfach meine Leidenschaft geworden ist und ich da auch total ehrgeizig dahinter stehe, weil ich ja einfach schon immer das weit bringen wollte und es natürlich schön ist, dass ich jetzt ja schon hier stehe, aber genau, und trotzdem, genau, du stehst mit 20 und sagst, nein, ich studiere trotzdem nochmal Sportmanagement. Das finde ich Chapeau. Also ich bin 33 an der Stelle und wenn ich jetzt sage, ach, ich studiere jetzt nochmal nebenbei, finde ich, ist es was anderes, weil zum Beispiel, ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte mit 20 niemals studieren können, einfach weil ich vom Kopf nicht bereit gewesen wäre, zu lernen, mich hinzusetzen, die Disziplin zu haben, all diese Dinge. Und bei 13 Jahren Altersunterschied nötigt mir das wirklich eine Menge Respekt ab. Okay, was sind deine Ziele, außer die Bachelorarbeit gut dann irgendwann mal eines Tages zu schreiben, generell noch?
Ja, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, nach der Karriere dann auch in dem Bereich einzusteigen, also gerade im Managementbereich, vielleicht bei irgendeinem Verein, Verband oder beim DFB sogar. Das weiß ich noch nicht ganz genau, aber da sehe ich mich auf jeden Fall. Also das kann gut passieren, einfach auch im Sportbereich zu bleiben. Aber natürlich will ich natürlich noch lange Fußball spielen und erstmal meine sportliche Karriere in den Vordergrund stellen und ja, da noch einige Ziele erreichen. Das war jetzt wirklich die Profi-Antwort, die hätte auch mir genauso Joshua Kimmich oder sonst wer geben können. Und Hand aufs Herz, was will Julia Ronja Gwin wirklich sportlich noch alles rausholen? Ja, also ich habe tatsächlich noch nie einen großen Titel gewonnen, also außer die U17-Europameisterschaft. Von daher will ich auf jeden Fall international Titel holen mit der Nationalmannschaft, aber auch mit dem FC Bayern natürlich. Also ich glaube, immer wenn man beim FC Bayern spielt, werden Titel erwartet und wir geben uns da auf jeden Fall nicht zufrieden, dass wir Zweiter sind und wollen da auf jeden Fall angreifen. Und es wäre natürlich schön, wenn es auch so funktionieren würde und man vielleicht irgendwann auf dem Balkon stehen darf. Ja, schreibt gerade jemand, der Moderator schmachtet ganz schön rum im Hintergrund. Da sieht man es, glaube ich. Zweiter Hochzeitstag hier, von wegen, der schmachtet rum. Ey, also man kann Hey. auch ein professionelles Interview führen, ohne herumzuschmachten. Trotzdem will ich noch ein paar User-Fragen stellen, weil und schauen ein paar Leute zu. Echt, das ist ganz cool. Und viele Fragen, die uns ja auch vorher erreicht haben. Es ist jetzt nicht chronologisch geordnet, das geht, jagt sich so durch, also nicht wundern. Ich habe mir mal ein paar rausgeschrieben. Ich kann nicht jeden Profilnamen richtig entziffern. Ich versuche es. MM-1812. Hattest du Angebote von anderen Vereinen außer Bayern? Und wenn ja, warum Bayern? Ja, hatte ich. Also aus Deutschland, aber auch aus dem Ausland. Aber für mich war es klar, dass ich jetzt in dem jungen Alter zwar den nächsten Schritt gehen möchte, aber noch in Deutschland bleiben will, in der Bundesliga. Und da habe ich mir halt mehrere Vereine auch angeschaut oder im Kopf gehabt. Und da hat mich Bayern einfach total überzeugt. Gerade auch die Trainingsbedingungen, was man da vorfindet, das ist natürlich extrem professionell. Und da ich schon immer Bayern-Fan war oder auch schon als kleines Kind da immer gern zugeschaut hat, war das natürlich auch so ein Kindheitstraum. Und ja, deswegen. Heißt aber auch, du könntest dir Ausland auch nochmal vorstellen. Ja, also wie gesagt, ich bin ja jetzt erst 20 und erst frisch zum FC Bayern gekommen. Fühle mich auch total wohl hier. Deswegen plane ich schon die nächsten Jahre hier, aber man weiß ja nie. Also in den anderen Ligen tut sich ja auch viel. Es gehen ja auch viele Spielerinnen ins Ausland, aber was die Zukunft bringt, das sieht man ja dann. Wo ist der Frauenfußball? Wo wird der Frauenfußball auch noch gehypt? Oder was sind starke Ligen? Sind es so parallel zum Männerfußball die Spanier, die Engländer? Aber wäre ja ganz praktisch, wenn in Australien auch Frauenfußball populär ist, weil ich glaube, das ist noch so ein Sehnsuchtsziel von dir. Ja, gehört auf jeden Fall dazu. Ich glaube gerade, ja, also Frankreich, England, Spanien, da tut sich schon extrem viel. Da wird der Frauenfußball auch anders wertgeschätzt. Da wollen wir natürlich in Deutschland auch das weiter vorantreiben. Und dann wird man sehen, ob es vielleicht irgendwann ins Ausland geht oder auch nicht. Okay, dann fragt jemand, was kannst du eigentlich nicht? Das ist eine gute Frage. Also handwerklich bin ich nicht begabt. Das ist Ah, schon da sind wir wieder mal beim Baumarkt, ja, okay. Ja, ich kann vieles nicht. Verlieren kann ich nicht. Lügen kann ich nicht. Also da gibt es schon einiges. Okay. Wer war deine beste Gegenspielerin? Fragt Ems Sid. Ich muss sagen, das war, ich glaube, Alexandra Popp, als ich die mal gegen mich hatte. Das ist natürlich, ja, so Ja. in der körperlichen Präsenz schon ein anderes Kaliber und gerade auch im Luftzweikampf ist es klar. Also da spielt sie in einer anderen Liga und deswegen ist sie auf jeden Fall eine Spielerin, vor der man großen Respekt haben sollte und deswegen bin ich ganz froh, wenn ich sie beim DFB-Team in meinem Team habe. Okay, dann Maxi 1860, wolltest du schon immer Fußballprofi werden? Okay, das haben wir geklärt. Du bist quasi, nachdem du einiges ausprobiert hast, dann irgendwann am Fußball hängen geblieben. Ich habe noch eine Frage zum Thema, jetzt wenn es ins Quarantänehotel geht und ihr die Nintendo Switch da auspackt. Ist dieser Mythos von wegen, dass in diesen Hotels, wenn ihr dort mit der ganzen Mannschaft dann drin seid, dass man irgendwann einen Lagerkoller bekommt, gibt es das oder ist es sowieso, ihr habt immer eine gute Zeit und hey, wir zocken lustig Mario Kart und dann ist eh eine coole Zeit? Oder kann das wirklich passieren, speziell jetzt durch diese besondere Situation Corona?
Ja, es ist natürlich eine besondere Situation. Man hatte die auch so noch nie. Deswegen ist es, glaube ich, schwer zu sagen, weil man sonst ja immer irgendwie seine Leute auf dem seine Leute auf dem Zimmer hat oder ja, jemand hat, mit dem man eben gerne Zeit verbringt. Und so ist es natürlich ein bisschen anders, wenn man alleine ist, wenn man irgendwie ja extrem viel Zeit zur Verfügung hat, nur einmal oder zweimal vielleicht auf den Platz geht und sonst ja eben immer diese vier Wände im Hotel hat. Von daher wird sich das zeigen, wie wir das auch annehmen. Wir sind auf jeden Fall positiv gestimmt und freuen uns einfach, wenn jetzt die Liga wieder startet und dann wird man sehen, wie sich das entwickelt. Sehr gut. Und sonst kannst du ja nochmal die Leroy Sané Challenge annehmen, wobei du führst ja eh, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht. Aber war auf jeden Fall sehr anstrengend. Ich glaube nicht, dass ich die nochmal machen werde. Ist es so anstrengend? Ja, tatsächlich, weil es halt auch nicht im ersten Versuch geklappt hat und dann wird es irgendwann schon. Ja. Hast du die Challenge von Erling Haaland gesehen? Das war, glaube ich, eher so eine Bauchgeschichte, angewinkelte Beine, so. Keine Ahnung, 75 Grad und dann mit den Händen. Ich habe gedacht, als ich es gesehen habe, ja, Kollege, das mache ich auch. Dann hab ich das 20 Sekunden gemacht und habe es 3 Tage später danach noch bereut. Eine ganz schöne Geschichte noch, vielleicht die interessiert unsere Zuhörer bestimmt auch. Du hast mal Mario Götze getroffen bei einem gemeinsamen Ausrüstershooting, aber hast ihn dann doch nicht so wirklich wahrgenommen, dass er dann doch da war. Wie hat sich das zugetragen? Ja, das war relativ krass. Also wir hatten da eben von Nike aus so ein Shooting oder so eine Action-Szenen und ich dachte eben, ich bin alleine da. Also da war eben das Team hinter dem Team sozusagen und man hat halt seine Übungen gemacht, seine Dinger gedreht und plötzlich hieß es so, ja, da schaut jemand zu und ich habe es halt gar nicht wahrgenommen und dachte, die verarschen mich halt und ja, da hinten im schwarzen Pulli und dann schaue ich da hin und da steht halt Mario Götze und schaut mir die ganze Zeit bei diesen Übungen zu. Und Okay. das war schon krass. Da war ich schon überrascht, aber habe mich natürlich auch voll gefreut. Und es war auch cool, dann einfach noch ein Bild gemeinsam zu machen und ihm dann auch zuzuschauen, wie er die Übung macht. Das heißt, so dieses Idole und dass die großen Vorbilder sind, ist schon da. Obwohl du 1:1, du bist auch eine Bundesligaspielerin, du bist eine Nationalspielerin, übrigens anders als Herr Götze. Nein, kleiner Spaß, ist er ja wahrscheinlich schon noch irgendwo. Also gibt es das schon noch, dass ihr dann zu den Jungs raufguckt oder? Generell bei den Bayern habt ihr Berührungspunkte mit denen oder weniger? Ja, Berührungspunkte eher weniger, weil unsere Trainingszentren ja auch so weit auseinander liegen. Also das ist ja im Süden und im Norden von München total getrennt. Wenn dann eben so über Shootings für das Magazin oder sowas. Aber ansonsten hat man da eben nicht so viel Berührungen. Aber Idole hat man natürlich. Also bei mir ist es auch so, ich glaube, es ist auch bekannt, dass Kimmich mein Vorbild ist. Und ist natürlich extrem cool, das jetzt, weil ich ihm öfters auch im Stadion zuschauen kann. Jetzt im Moment natürlich nicht, aber ja, da kann man sich, glaube ich, immer noch was abschauen und einfach die Spielweise beobachten, wie er agiert. Und das mache ich auf jeden Fall sehr gerne. Und ich weiß nicht, wie es bei anderen Spielerinnen ist, aber ich glaube, da ist es schon auch so, dass man da vom Männerfußball noch ja, einiges abschauen kann. Sprichst du eigentlich noch Dialekt oder hast du generell nie Dialekt gesprochen oder hast du es dir abtrainiert? Ich habe schon so ein bisschen Schwäbisch-Touch, aber ich glaube, es ist, also es hat sich so ein bisschen über die Jahre, die ich jetzt nicht mehr zu Hause wohne, auch ein bisschen so. Ja, Ja. verändert bin ich auch ganz froh. Ist ja jetzt nicht der schönste Dialekt, aber wenn ich dann mal daheim bin, ist es schon so, dass man da ein bisschen reinrutscht wieder. Wie ist es dir gegangen, als ich ursprünglich aus NRW, als ich nach Bayern gezogen bin? Ich habe die erst nie verstanden. Und wenn ich dann Brötchen anstatt Semmeln bestellt habe, dann wollte man mich schon direkt wieder am liebsten aus dem Land schmeißen. Das gab es bei dir da auch so ein paar Berührungspunkte mit Bayern, an die du dich noch erinnern kannst? Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, anfangs ist es echt schwer, weil man immer zweimal hinhören muss, was das eigentlich jetzt für Wörter sind. Aber ich muss sagen, ich finde es extrem coolen Dialekt. Also, ich höre voll gern zu, auch wenn ich nicht alles verstehe. Aber ja, gerade Semmel war auch so ein Ding bei mir beim Bäcker, wo ich eben nicht so kannte. Bei uns sagt man halt Wecken oder Weckle. Dann auch am Campus, wenn man Hallo sagt, gibt es ja nur ein Servus. Und das Vierti, landet auch nicht. Servus! Ja, oder das Pfiat-Di oder was es da alles gibt. Also da muss ich mich schon noch ein bisschen so dran gewöhnen, aber es ist natürlich ja irgendwann Ja. so ein bisschen mehr Normalität. Aber dieses Lebensgefühl hier ist einfach geil, ne? Biergärten, Voll. Mega, ja.
Muss ich auch sagen, das liebe ich. So, ich weiß, dass du heute Abend noch Besuch bekommst, allerdings abgesegneten Corona-Besuch, alles im Rahmen der Regeln. Und dann will ich dich da auch nicht zu lange aufhalten. Eine letzte Frage, die fand ich sehr kreativ von einem User, der hat gefragt, was kannst du eigentlich, wovon aber keiner ausgeht, dass du es gut kannst? Quasi dein versteckter Hidden Spot. Oh, das ist jetzt schwierig. Mario Kart fahren wahrscheinlich. Ja, ist okay. Ansonsten spiele ich auch extrem gern so Gesellschaftsspiele oder Würfelspiele. Gerade bei der Nationalmannschaft spielen wir gerne Quicks oder Wizard. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wizard, ja. Ja, also ob ich da jetzt so ein Profi bin, weiß ich nicht. Ich spiele es auf jeden Fall gern und Aber fluchst du? Ich meine, Mario Kart ohne Fluchen funktioniert ja nicht. Also gehst du da gut ab? natürlich. Das gehört ja wohl dazu. Absolut. Vor allem, wenn man wieder, ich weiß nicht, gibt es noch diese super fiesen Blitz, hieß es, glaube ich. Das hatte immer der Ja. Letzte und dann bist du klein. Ja. Ganz schlimm, ja. Ganz, ganz schlimm. Das ist immer so ein Auf und Ab, so ein Rennen. Absolut. Wie auch eine Fußballerkarriere, außer bei dir. Da bist du quasi Hoffentlich. von der Pole Position bis jetzt auf der Eins. Okay, dann möchte ich mich bedanken bei dir, dass du dir Sehr die Zeit gerne. genommen hast. Falls du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt oder wir irgendwas ganz Fundamentales nicht angesprochen haben, dann hast du jetzt nochmal die Gelegenheit oder jemanden zu grüßen. I don't know, ob du auch vielleicht gesehen hast, ob von dir vorhin Ja, was. ich grüße mal meine Brüder, die sind nämlich auch immer in den Kommentaren und ja, ich Ja, aber habe sie. verdammt, ich weiß ja nicht, wie sie heißen, dann hätte ich das gerne Ja, ist nicht so vorgelesen. schlimm. Doch, Schon mal komm, zum komisch. Abschluss eine Brüdergeschichte. Entweder wo die dich mal so richtig hops genommen haben oder du deinen Brüdern irgendwie einen Streich Ja, gibst. also ich muss sagen, mit meinen Brüdern ist das so eine Geschichte. Also anfangs, die sind ja beide älter, haben wir uns nur gestritten. Nur gestritten. Und meine Mama war nur dabei, uns auseinanderzuhalten. Das war ganz schlimm. Und ich natürlich auch als kleine Schwester viel abbekommen habe. Da kommentiert gerade die Freundin von meinem Bruder. Und eigentlich, seit ich dann weg war, hat sich total gewendet. Also da waren sie echt total stolz und waren immer im Stadion. Das ist natürlich auch schön. Aber ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Da habe ich mich mal wieder mit meinem Bruder gestritten, bin dann in mein Zimmer gerannt, habe die Tür abgeschlossen und mein anderer Bruder wollte mich dann beschützen. Und dann sind beide ineinander durch meine Tür geflogen. Okay. Ja, und dann kam die Mama nach Hause. Das war Und gut. hat geschimpft, ja. Ja, ich glaube, dass die Männer dir bis heute die Türen einrennen, wenn ich die Kommentare hier so verfolge, dann hat sich auch nicht so viel verändert. Bleib so locker, so bodenständig, so sympathisch. Ich hoffe, dass sich unsere Wege dann sportlich wieder kreuzen, wenn ich auf der Tribüne dann davon erzähle, was Julia, Ronja, ich denke, ich jetzt nur noch Ronja gewinnen, glaube ich. Danke, den mache ich Ja. total gern, ja. Das bleibt hängen. Vielen Dank, Julia. Hab noch einen schönen Christi Himmelfahrt Gleichfalls. Feiertag und dass deine persönliche Himmelfahrt dann so weitergeht. Hau rein. Mach's Hoffentlich, gut. Dankeschön. Ciao. Tschüss.